innigsten Glückwünsche zu diesem heutigen Jubiläum der Staatsministerin überbringen. Sie bedauert es wirklich sehr, dass sie erkrankt ist und heute nicht persönlich sein darf, hier sein darf. Das war ihr ein sehr, sehr wichtiger Termin. Und daher hat sie mich nochmal gebeten, heute hier bei Ihnen zu sein, die Glückwünsche zu überbringen. Denn es ist ein besonderer Tag. Vor 25 Jahren, als sie sich gründeten, hat ihr damaliger Vorsitzender, Sie haben seinen Namen erwähnt, Herr Tschakir, gesagt, ich darf zitieren, wir werden um politische Anerkennung kämpfen. Wir wollen das Reichs- und Staatsangehörigkeitsrecht verbessern. Und wir wollen die doppelte Staatsbürgerschaft als Signal des Staates für Menschen, die seit Jahrzehnten hier leben. Das war vor 25 Jahren. Und heute, meine Damen und Herren, können wir sagen, Sie haben es vollbracht. Der Deutsche Bundestag berät demnächst über das modernste Staatsbürgerschaftsrecht in der Geschichte dieses Landes. Man wird nicht nur qua Geburt deutscher Staatsbürger, sondern, meine Damen und Herren, halten Sie sich fest, die doppelte Staatsbürgerschaft ist Normalität in diesem Land.